Hallo, willkommen zurück beim Bösen unter der Sonne. Geht das eigentlich nur mir so oder fängt dieses Spiel an, ganz komischen Beigeschmack zu kriegen? Mademoiselle, hat jemand Ihnen geraten, sich das Leben zu nehmen? Nein, es schien mir die einzige Lösung zu sein. Ich werde jetzt aufzählen, was ich gefunden habe. Ist gut. Das Buch mit den Voodoo-Ritualen. Den Schlüssel zur Mönchstür, hinter der Sie den Drahtrekorder versteckt haben. Die Nadel, an der noch etwas Wachs klebt. Die Haarbürste. Das geschmolzene Wachs im Kamin. Reste von Menschenhaar im Kamin verbrannt. Ein verbrannter grüner Stofffetzen, ebenfalls aus dem Kamin. Das ist alles, glaube ich. Warten Sie, das stimmt nicht. Fehlt etwas? Nein, dieser grüne Stoff. Ich habe keine Ahnung, wo der herkam. Den habe ich nicht verbrannt. Sehen Sie, Hastings? So wie sie die Schreibmaschine in Christine Redferns Zimmer bringt, um den Verdacht auf sie zu lenken, tut jemand das mit ihr. Wie ich sagte, die grünen Stoffreste, die nicht zu Mrs. Marshalls Hut passen, sind ein wichtiges Indiz. Mademoiselle, warum haben Sie versucht, sich das Leben zu nehmen? Nachdem ich mit Ihnen gesprochen hatte, kehrte ich in mein Zimmer zurück. Ich bemerkte, dass jemand sich an meinem Kamin zu schaffen gemacht hatte. Später dann hat jemand meine Rätselkiste geöffnet. Aber Linda, du kannst doch nicht allen Ernstes geglaubt haben, dass Alina durch Voodoo starb. Nein, aber ich wusste, was geschehen würde. Daddy, ich weiß, du hast sie geliebt, trotz allem. Und als alles herauskam, als du erfahren hast, was ich getan hatte, ich wusste, du würdest mich nicht mehr lieb haben. Mein Gott, Kind, ich werde dich immer lieb haben. Das musst du mir glauben, auch wenn du sonst nichts glaubst. Oh, Daddy, Daddy, es tut mir so leid. Hastings, hier sind wir fertig. Ich glaube, er hat über seine Beziehung zu dieser Dame ab und zu vergessen, seiner Tochter zu sagen, dass er sie liebt. Und das ist in so einem Alter, ja, schon ein bisschen gefährlich. Sag mal, in dem Alter brauchen Kinder ihre Eltern einfach noch. Das war's dann mit dem Kompass. Der ist jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Gut, jetzt müssen wir blättern. Oder ist der oben? Vielleicht sollte ich erst... Ich wette, jetzt traut er sich auch nicht mehr hier lang, weil wir ja keinen Kompass mehr haben. Ich probier's einfach mal. Ich guck einfach mal, ob er jetzt noch hier lang gehen mag oder ob er sagt, ich kenne den Weg nicht mehr. Ich meine, es gibt ja zwar überall Fußtapsen, die einem sagen, wo man lang gehen muss, aber... Oh, er geht tatsächlich noch weiter? Kommen wir hier jetzt raus? Hier kommen wir tatsächlich hier raus. Das ist... Okay, ist natürlich die Frage, was machen wir mit der Brotdose? Denn die können wir ja nicht einfach... Oder? Der Käse ist in der Falle. Excellent. Es fehlt nur noch ein Schritt. Colonel Weston muss dabei sein, um die Verhaftung vorzunehmen. Und wir müssen dem gewissen jungen Mann immerhin auch noch... Nee, gehen wir ein bisschen hier wieder lang. Sein Kompass wiedergeben. Hallo? Ja, bitte. Bin schon unterwegs. Ich mache Besorgungen für die... Weiß nicht, also Linda tut mir wirklich am meisten leid. Ich meine, die musste diese Tante ertragen. Ist der Blatt wieder hier oder ist er in seinem Zimmer? Ist er nicht? Bist du jetzt mittlerweile wieder hier? Ist merkwürdig, warum ist der verschwunden? Ich begreife das nicht. Gehen wir ein bisschen schneller. Ich dachte, wir müssen den Colonel Weston holen oder so, aber da ist mit Sicherheit gleich die Tür zu. Sorgfältig. Hier ist mit Sicherheit sonst noch keiner. Die Tante ist auch schon weg. Das ist super. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich hergekommen bin, weil hier ist ja sonst irgendwie keiner mehr. Wenigstens bist du noch da und sie scheinen nicht.
bin drauf und dran, mir einen Zehner zu verdienen. Gladys wird sich freuen. Und woher stammt das stolze Vermögen? Das ist ja gerade das Lustige. Einer von den Gästen im Hotel bezahlt mich dafür, dass ich jemandem einen Streich spiele. Ich soll heute Abend mit meinem Motorboot rausfahren. Und wenn er vom Turm des Hotels aus das Signal gibt, soll ich ihn abholen und schnell nach Thirlstone bringen. Soll eine Überraschung sein für jemanden. Mehr weiß ich auch nicht. Wir müssen mehr in Erfahrung bringen, Hastings. Wer bezahlt Sie? Oh, das darf ich Ihnen nicht sagen, Sir. Ich habe mein Wort gegeben. Wenn ich es sage, gibt es kein Geld. Und wann soll dieser Streich stattfinden? Keine Ahnung. Ich soll einfach vor der Südseite der Insel warten, bis ich das Signal vom Turm sehe. Dann fahre ich zur Cutter's Cove und hole ihn ab. Das erklärt das Verschwinden der Laterne aus dem Safe. Ist es weit nach Thirlstone? Oh nein, Sir. Nur ein kurzes Stück durch die Bucht. So leicht habe ich mein Geld noch nie verdient. Und was ist das Signal? Oh, Sir, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihnen das verraten darf. Was kann es schon schaden? Immerhin halten Sie sich an Ihr Versprechen und geben den Namen nicht preis. Es wäre ein weiterer Fünfer drin für Sie. 5 Pfund, Hastings? Ich denke, Sie wären nicht so spendabel, wenn es Ihr Geld wäre. Es ist für einen guten Zweck. Nochmal ein Fünfer? Heute ist wirklich mein Glückstag. Bitte sehr, mein Freund. 5 Pfund. Wie versprochen. Wärmsten Dank, sag ich. Es ist bloß ein Signal mit der Lampe. 3-mal kurz geblinkt. Schnell, Hastings. Konsultieren Sie die Codes in Ihrem Notizbuch. Wählen Sie denjenigen, welcher der Scherz sein soll. Dreimal kurz. Das Signal, das der junge Jenks benutzt? Feindliches Schiff gesichtet. 3-mal lang. Oui, aber natürlich. Feuer auf diese Position? Ziemlich blutrünstiger Scherz, Poirot, meinen Sie nicht auch? Wenn es an der Zeit ist, können Sie ihn ja warnen. Monsieur Jenks, Ihr spaßiger Freund darf auf keinen Fall 3 kurze Lichtsignale aufs Meer senden. Wieso nicht? Weil das der Zivilschutzcode für Feindsichtung ist. Nein, wirklich? Aber sowas kann man doch nicht machen. Na eben. 3-mal lang bedeutet, keine feindlichen Schiffe in Sicht. 3-mal lang. Verstehe. Alles klar. Ich habe genug Zeit, ihn zu warnen. Bin ich froh, dass ich Ihnen davon erzählt habe. Vielleicht kriege ich ja nochmal ein Trinkgeld, wenn ich den Gast warne. Entschuldigen Sie mich bitte, Mr. Poirot. Ich muss weiter. Danke, Monsieur. Möchten Sie zur Insel fahren? Ja, bitte. Na, dann wollen wir mal. Stimmt es, dass Mrs. Castle U-Boote vor... Das ist... Weißt du das nicht ein bisschen hart, mit dem beschießen lassen? Mal ernsthaft. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich weiß es nicht. Hier ist Ihr Kompass, Monsieur Blatt. Vielen Dank, dass ich ihn benutzen durfte. Na endlich, verdammt nochmal. Nicht so übertrieben freundlich. Muss ich jetzt zur Insel fahren? Ist er denn da? Ist er... Ich probier's einfach nochmal. Hallo? Ja, bitte. Bin schon unterwegs. Dieses Spiel hat so furchtbar viel mit Hin- und Herfahren zu tun. Jetzt ist er da. Hallo, Poirot. Gibt es irgendwelche neuen Erkenntnisse? Kann man wohl sagen. Was ist mit Mrs. Castle? Sie hat sich mit gewissen Personen in Exmoor getroffen und dann den Zug nach Southampton genommen. Sie versucht, außer Landes zu gelangen, vermute ich. Sie wird festgenommen, sobald sie auch nur einen Fuß auf ein Schiff setzt. Ihre Kontaktpersonen werden beobachtet, nehme ich an. Scotland Yard ist dran. Irgendwelche Neuigkeiten über Gideon Fell? Er wird gerade verhört. Ich hoffe, noch heute weitere Informationen zu erhalten. Was ist mit Monsieur Jimmy Nash? Da weiß ich noch nichts, Poirot. Aber Scotland Yard hat versprochen, heute Abend noch anzurufen. Zeit, dass wir die verbleibenden Rätsel lösen. Ich brauche Ihre Hilfe. Aber gern. Ihre Leute sollten den Damm beobachten
und jeden aufhalten, der sich zu entfernen versucht. Verlassen Sie sich drauf. Noch etwas? Da wäre noch die Sache mit dem Heroin. Sagen Sie mir, was Sie brauchen. Begleiten Sie mich zur Cutter's Cove. Wir können gern gleich losgehen. Was noch? Wir sind bereit, zur Cutter's Cove zurückzukehren. Ich muss diesmal nicht selbst fahren. Juhu. Colonel, vielleicht sollten Sie die Leiter zur Cutter's Cove hinuntersteigen. Ich werde Mademoiselle Brewster bitten, mich dorthin zu begleiten. Warum nehmen wir nicht beide die Leiter? Sagen Sie ihnen, die Schmuggler könnten versuchen, mit dem Boot zu entkommen. Sollten die Schmuggler versuchen, übers Wasser zu fliehen, bin ich zur Stelle. Wählen Sie jedoch den Fluchtweg über die Leiter, können Sie sie festnehmen. Bin schon unterwegs. Vielen Dank, Hastings. Sie nehmen Rücksicht auf die Tatsache, dass ich die Leiter nicht sehr schätze. Aber die See, ist sie nicht viel zu rau? Poirot, Sie können nun mal zur Cutter's Cove nicht fliegen. Fliegen? Non, non. Fliegen ist nichts für Poirot. Nee, er fährt lieber Zug. Zug, Anmerkung, Mord im Orient Express. Könnten Sie mich zur Cutter's Cove rudern? Monsieur Poirot. Ich ruder Sie überall hin. Oh Gott, Entschuldigung, jetzt muss ich schon gehen. Tut mir sehr leid. Eine ältere Leiter... Na sowas. Das Heroin ist weg. Mit dem Boot können wir nicht weg. Und Ihr blöder Kompass ist völlig nutzlos. Ich verstehe das nicht. Der Kompass hat bestens funktioniert, bevor ich ihn verliehen habe an... Oh, da bin ich Ihnen wohl auf den Leim gegangen, was? Ich fürchte ja. Sie sind ganz schön clever, wie? Oui. Würden Sie mir den Kompass noch einmal überlassen? Ich schätze, Sie haben es sich verdient. Die Butterbrotdose nehme ich an mich, falls Sie nichts dagegen haben. Ein paar Fragen, nur so aus Neugierde. Sie übernahmen die Lieferungen von einem größeren Schiff auf See? Ja. Ja, vom... Monsieur North, Sie holten sie in Cutter's Cove ab? Ja, sobald ich das Signal sah, dass die Luft rein sei. Sie benutzten eine Signallampe? Nein. Die Segel natürlich. Natürlich. Rot, um Monsieur North zu signalisieren, dass die Lieferung noch nicht bereit sei. Weiß, um ihn wissen zu lassen, dass er sie über den Gang vom Smugglers End abholen könne. Genau. Ich habe mir schon vor Monaten einen Schlüssel besorgt, als das Ding noch offen war. Das hat recht gut geklappt, bis eines Tages bei der Übergabe auf See plötzlich ein U-Boot auf mich feuerte. Zu gefährlich inzwischen. Das sollte unsere letzte Lieferung sein für eine Weile, bis wir einen anderen Weg finden. Tja, der Krieg macht Unannehmlichkeiten. Das kann man wohl sagen. Den Geist zu spielen. War das Ihre Idee, Mr. North? Wohl kaum. Blatt hielt es für ein wirksames Mittel zur Abschreckung neugieriger Einheimischer. Ich hielt es für kompletten Schwachsinn. Ich denke, damit wären wir hier fertig. Colonel Weston, wenn Sie Monsieur North Ihren Leuten übergeben könnten, ich hätte gern, dass Monsieur Blatt uns heute Abend im Speisesaal Gesellschaft leistet. Ganz wie Sie wünschen, mein Freund. Ich würde Sie erschießen, Poirot, aber jemand hat meinen Revolver gestohlen. Das ist gar nicht gut. Eh bien, Hastings, der Mord an Millie Parsons ist jetzt aufgeklärt. Die Kollaborateurin ist geflohen und bringt Scotland Yard hoffentlich weiteren Verrätern auf die Spur. Wir wissen, wer das Voodoo-Ritual abgehalten hat. Die Schmuggler wurden in flagranti ertappt. Es bleibt ein letztes Ziel. Die Person, die Arlena Marshall ermordet hat. Dann wussten Sie inzwischen, wer Arlena Stewart getötet hatte? Aber natürlich. Und auch Sie sind im Besitz sämtlicher Indizien. Ich krieg das doch nicht hin. Ich bin kein Detektiv Conan. Hastings, der Augenblick ist gekommen. Die Krönung eines jeden Falls, jener sublime Moment. Der Scheinwerfer erstrahlt, das Publikum verstummt und alle Augen erheben sich zu Poirot. Heute Abend soll die Bühne Ihnen gehören. Einige werden die Enthüllungen mit Erleichterung vernehmen, andere werden zornig sein. Und einige werden zuhören voller Furcht, während das Netz der Wahrheit sich langsam, unaufhaltsam um sie zuzieht. Eins noch vorab.
Wünschen Sie Poirots Hilfe? Ich kann Ihnen ins Ohr flüstern und Sie führen. Aber falls Sie sich mutig fühlen, lehne ich mich zurück und überlasse es Ihren kleinen grauen Zellen, den Fall aufzurollen. Wie also lautet Ihre Entscheidung? Ich würde es gern allein versuchen. Ich ziehe den Hut vor Ihnen, mein Freund, und wünsche Ihnen Bonne Chance. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nun ja, ich meine... Hastings, reißen Sie sich zusammen. Sie wollten die Zusammenfassung allein präsentieren. Nun tun Sie's auch. Ja, oui. Mesdames et Messieurs, wir haben uns hier versammelt, um zu erfahren, wie Arlena Marshall ums Leben kam. Zwei Dinge will ich eingangs kurz erwähnen. Unsere Gastgeberin Mrs. Castle weilt heute Abend nicht unter uns. Sie ist von der Insel geflohen, unter den wachsamen Blicken der Polizei. Guter Gott, wollen Sie damit etwa sagen, sie habe Mrs. Marshall ermordet? Nein, ganz und gar nicht. Aber sie steht seit einiger Zeit im Dienste der Feinde dieses Landes. Seien Sie versichert, dass man sie festnehmen wird, sobald sie die Polizei zu ihren Mitverschwörern geführt hat. Außerdem wurden Monsieur Horace Blatt und ein Tagesausflügler namens North im Polizeigewahrsam genommen. Was hat er denn getan? Man hat eine beträchtliche Menge Heroin bei ihm gefunden. Dann hat also Blatt Mrs. Marshall ermordet? Nein. Kollaborateure? Rauschgiftschmuggler? Hatten Sie nicht gesagt, Mr. Blatt, das sei ein recht langweiliger Urlaubsort hier? Richten wir unsere Aufmerksamkeit jetzt auf den Mord. Um ein Verbrechen zu verstehen, trenne man zunächst die Hinweise auf seine Natur von den vielen falschen Spuren, welche die Sicht vernebeln. Ist das geschafft, bleibt die Wahrheit übrig. Beginnen wir mit dem Vergleich zweier Flaschen. Die beiden Flaschen, die ich verglich, waren natürlich... Parfumflaschen? Die Flasche vom Rocky Bath und eine Flasche Trional. Die Flasche, die ins Rocky Bath geworfen wurde, ist wichtig. Ein Vergleich mit einer anderen Flasche jedoch unnötig. Ja, auf jeden Fall. Eh bien, dann wollen wir mal wieder. Parfumflaschen. Ich meine zwei Parfumflaschen. Die erste war in Madame Marshalls Bad. Wie ich selbst bemerkte, hatte sie das Parfum aufgetragen, bevor sie heute früh zum Strand kam. Wozu also brauchte sie eine zweite Flasche? Und warum wurde sie in der Höhle gefunden? Es folgt ein weiterer Vergleich, bei dem wir einiges Mademoiselle Darnleys Sachkenntnis zu verdanken haben. Die Stofffetzen. Ein paar grüne Stofffetzen. Ein zerrissener Stofffetzen wurde in der Cutter's Cove gefunden, in der Nähe der Höhle. Ein weiteres grünes Stück Stoff fand sich in Linda Marshalls Kamin. Es schien der gleiche Stoff zu sein wie der des Huts von Madame Marshall. Wie Mademoiselle Darnley auf den ersten Blick erkannte, gehörte keiner der beiden zur Seite des Huts. Ich komme jetzt auf einen weiteren seltsamen Zwischenfall von heute Morgen zu sprechen. Jemand hat eine Flasche vom Hotelbalkon geworfen. Sie verfehlte Mademoiselle Brewster bei ihrem morgendlichen Bade im Rocky Bath um Haaresbreite. Warum eine nicht mehr benötigte Flasche auf diese Art zu entsorgen, wenn es doch praktische Abfalleimer gibt? Auch der Inhalt der Flasche war überraschend. Haarfärbemittel. Non, die Haarfarbe fanden wir... Wenn Sie das machen, sieht es immer... Bräunungsmittel? Bräunungsmittel. Wie die Überprüfung ergab, hatte die Flasche ein Bräunungsmittel enthalten. Aber das Wetter ist doch ganz ausgezeichnet. Die Sonne scheint jeden Tag. Wer würde denn so etwas brauchen? Dann war da noch der Inhalt von Madame Marshalls Flasche. Trional. Man hatte ihrem Kaffee eine große Dosis des Beruhigungsmittels Trional beigemischt. Statt sie zu beleben, hätte der Kaffee sie mit Sicherheit in tiefen Schlaf versetzt. Für sich allein genommen haben die Indizien wenig Bedeutung. Aber zusammen? Ein Bad, das nicht nötig war? Zwei Parfumflaschen? Stoff von einem Hut, sehr ähnlich, aber eben nicht gleich? Bräunungsmittel, wodurch die ganze Zeit die Sonne scheint? Das ließ für mich von Anfang an nur einen Schluss zu.
Jemand wollte sich für Arlena Marshall ausgeben. Jemand kopierte Mrs. Marshall. Ihren Hut, ihre tiefe Bräune. Ja, sogar ihren Duft. Und wie können wir feststellen, wann diese Imitation ihrer Person stattfand? Den entscheidenden Hinweis liefert uns ein Geräusch. Das Geräusch laufenden Wassers. Sonderbare Sache, das mit dem laufenden Wasser. Sowohl Poirot als auch das Zimmermädchen Gladys Narracott haben es gehört. Für ein Bad war es reichlich spät am Morgen. Wie ich gestern selbst bemerkte, als ich mein Bad zu ungewöhnlicher Stunde nutzte, ist das Geräusch in einem ruhigen Hotel gut zu hören. Warum sollte sich jemand so spät am Morgen, wo jeder aufgestanden war und gefrühstückt hatte, ein Bad einlassen? Allmählich wachsen sie in Poirots Schuhe hinein, Hastings. Um die künstliche Bräune abzuwaschen. Um die künstliche Bräune abzuwaschen vielleicht? Die Flasche ist natürlich im Meer gelandet, nachdem das Bräunungsmittel aufgetragen wurde und verfehlte Mademoiselle Brewster nur knapp. Es liegt doch auf der Hand, nicht wahr, dass jemand sich an diesem Morgen als Madame Marshall ausgegeben hat, und zwar ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als sie ermordet wurde. Aber wieso? Um ein Alibi für den Mörder zu liefern. Präzismo. Ich habe ausgerechnet, wie lang jeder auf dieser Insel gebraucht hätte, um die Cutter's Cove zu erreichen, Madame Marshall zu ermorden und wieder wegzukommen. Zwischen 20 vor 11 und Viertel vor 12. Und ich sage Ihnen, dass nur Mademoiselle Darnley es getan haben kann. Monsieur Poirot. Calmez-vous, Mademoiselle. Sie waren die Einzige, die nah genug war, aber die Art des Verbrechens, Erdrosselung durch kräftige Hände, schließt sie aus. Captain Marshall tippt die Briefe. Linda Marshall und Mrs. Redfern sind gemeinsam in der Sanctuary Cove. Monsieur Redfern wird von mehreren Gästen und Hotelangestellten gesehen. Mrs. Castle geht ihren Pflichten nach. Die Gardeners halten sich oberhalb vom Badestrand auf, wobei Monsieur Gardener allerdings zwischendurch nach oben geht, um Wolle zu holen. Madame Gardeners Befürchtungen zum Trotz hätte er jedoch nicht genug Zeit gehabt, um die Tat zu begehen. Mademoiselle Brewster schwimmt, plaudert mit Poirot und rudert. Monsieur Blatt segelt. Major Barry verfährt sich. Monsieur Lane wandert. Was ist mit den unterirdischen Gängen? Ah ja, die Tunnels. Sicher könnte jemand, der sie kennt, die Cutter's Cove unbemerkt erreichen. Aber der Weg wäre immer noch genauso lang. Ob man vom Smugglers End oder von der Klosterruine aus den Pfad nimmt oder einen der Gänge, man braucht fast dieselbe Zeit dafür. Und ohne Kompass würde es sogar wesentlich länger dauern. Das versichere ich Ihnen. Wie hat man sie ermordet? Sie wurde erdrosselt von einem Paar starker Hände. Nur ein Mann oder eine kräftige Frau könnte das getan haben. Es gibt eine Frau in diesem Raum, die dazu in der Lage wäre. Mademoiselle Brewster. Verzeihen Sie, Mademoiselle. Aber ich bitte Sie, ich halte mich eben in Form. Dieser Umstand hilft uns, Madame Castle, Madame Gardiner, Madame Redfern, Mademoiselle Darnley und Mademoiselle Linda Marshall als Täterinnen auszuschließen. Erwürgen? Ja, eine Tötungsart, die in Devon schon vorgekommen ist. Ein Schulmädchen namens Millie Parsons. Eine Hausfrau namens Alice Corrigan. Beide wurden dieses Jahr ermordet, im Abstand von wenigen Wochen. Einer dieser Morde hat kaum etwas mit Arlena Marshalls Tod zu tun. Der Mörder der zweiten Frau ist jedoch wesentlich tiefer involviert. Der Mörder von Alice Corrigan. Alice Corrigan und Arlena Marshall wurden vom selben Mann ermordet. Was bringt Poirot zu dieser Erkenntnis? Das hieb- und stichfeste Alibi. Der Hauptverdächtige im Mordfall Alice Corrigan hatte ein ebenso wasserdichtes Alibi wie in diesem Fall. Ein Alibi, das sich voll und ganz auf Zeitangaben stützt. Corrigan, der Ehemann der Ermordeten, befindet sich anscheinend in einem Zug, als sie getötet wird.
Aber in diesem Falle genügt es, dass eine junge Wanderin namens Elizabeth Stride als Zeitpunkt ihrer Entdeckung der Leiche eine Uhrzeit angibt, die mindestens 20 Minuten vor der tatsächlichen Todeszeit liegt. So hat der Ehemann Zeit, am Bahnhof auszusteigen, seine Frau zu töten und sich davon zu machen, bevor die Polizei eintrifft. Sie werden bemerken, dass das Alibi genau dem gleichen Muster entspricht. Und wie ist es in diesem Fall? Im Mordfall Arlena Marshall bediente man sich der Armbanduhr der Stieftochter, um sich ein falsches Alibi zu verschaffen. Nein, Poirot, Sie müssen sich irren. Geht die vor? Lindas Armbanduhr geht vor. Sie raten doch nur herum, ey. Ja, bestimmt allerdings. Lindas Können Sie das beweisen? Lindas Armbanduhr geht goldrichtig. Ginge Linda Marshalls Armbanduhr nicht auf die Minute genau, hätte ich eine gewisse Zeugenaussage für einen ehrlichen Irrtum gehalten und vergeben. Doch sie hatte nichts Ehrliches an sich. Es handelte sich um eine vorsätzliche Lüge. Miss Redfern? Ich habe keine Ahnung. Es war Christine Redfern, die gelogen hat. Sie sind eine Lügnerin, Madame Redfern. Nein. Sie waren es, die sich für Arlena Marshall ausgab. Und das konnten Sie nur schaffen, indem Sie Lindas Armbanduhr verstellten. Dazu hatten Sie in der Sanctuary Cove Gelegenheit. Als Sie in Lindas Zimmer schlüpften, um den billigen grünen Hut, der zu Ihrer Verkleidung gehörte, in Ihrem Kamin zu deponieren, stellten Sie die Uhr wieder um. Aber wie konnte sie denn meine Uhr verstellen, wenn ich doch mit ihr zusammen am Strand war? Mademoiselle, das war nun wirklich ganz einfach. Sie stellte die Uhr 20 Minuten vor, als sie das erste Mal schwimmen gingen, und fragte sie nach der Zeit, als sie sich anschickten, zum zweiten Mal ins Wasser zu gehen. Die Uhr zeigte 11:45, aber in Wirklichkeit war es natürlich erst 11:55. Einen weißen Badeanzug wie Arlenas hatte sie bereits an. Den grünen Hut versteckte sie in der Zeichentasche. Und das Bräunungsmittel hatte sie schon viel früher aufgetragen, verborgen unter der Kleidung, die sie zum Schutz gegen die Sonne trug. Um 11:20 eilt Madame Redfern zur Cutter's Cove. Für die Strecke braucht man gerade einmal 15 Minuten. Ich habe selbst nachgeprüft. Sie findet Arlena betäubt vor, von dem mit Beruhigungsmittel versetzten Kaffee und zerrt sie in die Höhle. Das ist sicher nicht leicht. Sie verschüttet den Kaffee. Zerreißt sich den Hut. Ihr bleiben nur wenige Augenblicke, um Arlenas Parfum aufzutragen und sich hinzudrapieren, bevor Patrick Redfern mit Emily Brewster um die Landzunge in die Bucht gerudert kommt. Es ist exakt 11:40 Uhr. Sie können nichts davon beweisen. Warum sollte sie so etwas tun? Sie liebt sie, Monsieur Redfern. Genau wie sie sie lieben. Habe ich nicht gesagt, dass es so ist? Monsieur Poirot, Sie sagen also, die Frau, die ich dort liegen sah, war Christine Redfern und nicht Arlena Marshall? Oui, bien sûr. Ein kleines Theaterstück extra für Sie aufgeführt. Man hat Sie perfekt getäuscht. Was Sie zu sehen glaubten, war genau, was Sie sehen sollten, nachdem Sie sich aufgemacht hatten, um Hilfe zu holen.
Und dann findet der wahre Mord statt. Inzwischen ist es natürlich in Wirklichkeit 23:15. Madame Redfern hat genug Zeit, um die künstliche Bräune abzuwaschen, sich umzuziehen und sich zu ihrer Tennisverabredung zu begeben. Mr. Poirot, ich hätte möglicherweise ein Motiv gehabt, Alina zu töten. Da sind sich wohl alle einig. Aber doch nicht Patrick. Sie dachten, ich glaube an Ihre Eifersucht, Mademoiselle? Wenn Ihr Ehemann, falls er überhaupt Ihr Ehemann ist, sie doch offensichtlich liebt. Nein, das wahre Motiv ergibt sich aus zwei Dokumenten. Ein Brief von J.N. Der Brief eines früheren Verehrers namens Jimmy Nash gewährt uns Einblicke in Mrs. Marshalls Wesen und das ihrer Verhältnisse mit einem bestimmten Typ Mann. Ganz offensichtlich hat er damals Geld von ihr verlangt und auch erhalten. Ein Brief von Alinas Anwälten. Wie aus einem Schreiben hervorgeht, ließ sie sich letzte Woche einen stattlichen Anteil ihres Vermögens auszahlen. 10.000 Pfund, um es genau zu sagen. Wissen Sie irgendetwas davon, Captain Marshall? Ich höre das heute zum ersten Mal. Wie ich heute bereits zu Captain Marshall sagte, solange wir nicht genau wissen, was für ein Mensch Alina Marshall war, erhalten wir kein klares Bild des Menschen, der sie ermordet hat. Was schließen wir also aus diesen beiden Briefen? Alina wurde ausgenutzt von den Männern, zu denen sie sich hingezogen fühlte. Alina Marshall war eine Frau, die es brauchte, bewundert zu werden, angebetet. Sehr wahr. Aber welche Folge hatte das? Sie war leichte Beute für einen bestimmten Typ Mann, der solche Frauen ausnutzt. Genau wie Jimmy Nash überredete auch Patrick Redfern sie dazu, ihm Geld zu geben. Und wenn ich sonst nichts weiß, das eine ist mir sonnenklar. Vor Jimmy Nash gab es einen anderen solchen Mann und vor dem noch einen. Alina war nicht das Raubtier. Sie war das Opfer. Jetzt wissen wir, was für ein Mensch sie war und wir wissen, was für ein Mensch Edward Corrigan ist, der Mann, der sie ermordet hat. Genau wie seine Frau Alice, die er vor wenigen Monaten tötete, um ihres Geldes willen. Dafür gibt es absolut keinen Beweis. Oh, da wäre ich mir nicht so sicher. Hier ist etwas, das noch nicht einmal Poirot weiß, obwohl er es, wie ich ihn kenne, vermutet. Ich ließ der Polizei von Brixham ein Foto von ihnen beiden zukommen, dass er sich aus ihrem Koffer geborgt hatte. Erlauben Sie mir eine kleine Schlussfolgerung, Colonel. Sie wurden als Edward Corrigan identifiziert und als Elizabeth Stride, die junge Frau, die die Leiche fand. Bravo, Hastings. Ich hätte es nicht besser machen können. Danke, alter Knabe. Verdammt nett von Ihnen. Oh, das war's dann wohl. Edward, sei kein Narr. Hey, das sieht ja aus wie mein Revolver. Wenn du dir so einfach die Schlinge um den Hals legen lässt, meine Liebe, dann bitte, ich habe andere Pläne. Poirot, sollten wir ihm nicht nachrennen? Poirot rennt niemals. Ja, und wo müssen wir jetzt hin, um das Ganze zum Abschluss zu bringen? Natürlich nach oben, um das Signal zu geben. Hastings, denken Sie an die fehlende Signallampe.
und an die Abmachung zwischen Redfern und... Ja, da wollte ich ja auch hin. Mein Gott, ich habe mich verklickt. Das stelle ich nicht so an. Sie mieser, dreckiger, kleiner Schnüffler. Ein Schritt weiter und ich bringe Sie um. Vermutlich tue ich das sowieso. Das ist Ihre Chance, Hastings. Warnen Sie ihn, wenn Sie mögen. Es wäre nett, wenn Poirot am Leben bliebe. Geben Sie kein Signal mit der Laterne. Und warum nicht? Ich habe den jungen Jenks angelogen. Was hat Jenks damit zu tun? Diese Signallampe haben Sie aus Madame Castles Safe gestohlen. Madame gibt den U-Booten Zeichen. Auch ich fand die Laterne und das Codebuch. Ich sagte Monsieur Jenks, das Signal dreimal lang sei sicher. Aber der Code heißt feuerfrei auf das Signal. Ich hatte erwartet, dass Sie versuchen, meine Flucht zu vereiteln. Aber ich bin kein Trottel. Sie blöffen. Ich blöffe nicht. Tut mir leid, Sie schmieriger kleiner Ausländer, aber das kaufe ich Ihnen einfach nicht ab. Gut, Hastings. Wir können jetzt gehen. Das ist das Signal. Achtung! Koordinaten einstellen! Bereit! Ziel erfasst! Fällt ihm das Ding denn gar nicht auf? Ziel zerstört! Auf Tauchstation! Passiert doch wohl öfter, dass das im Ruderboot einfach mal eben auf dem Dings, auf dem U-Boot liegen bleibt. Bleibt noch ein einziges ungelöstes Rätsel, Hastings. Der Schlüssel ist klar. Es ist ein Code. Wie lautet nun also der Code, mit dem man den Finger des Verdachts steuern kann?
Wenn Sie meinen, die Antwort zu kennen, sprechen Sie. Dann werden wir ja sehen. Es tut mir leid, Hastings. Es tut mir leid, Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Hastings. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Okay, das wird jetzt ein bisschen vier, drei. Es tut mir leid. Nein, 4, 3, 6. 3, 6. Es tut mir leid. Keine Ahnung. Es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung. 4, 3, 6. Es tut mir leid. Moment. Hier stehen keine Zahlen drin. Da steht die ganze Zeit der gleiche Kram drin. Steht auch nichts mehr drin. 4, 3, das wird jetzt gerade. 6. Es tut mir leid. Ich bin so schlecht in sowas. 3, 6. Es tut mir leid, Hastings, aber Sie haben... Bravo, Hastings. Das ist in der Tat der Code, mit dem man den Finger des Verdachts einschaltet. Sie haben das Geheimnis seiner Magie entdeckt. Damit wäre der Fall abgeschlossen, mein Freund. Nun haben Sie einmal selbst in Poirots Schuhen gesteckt. Poirot, ich will ehrlich sein. Jetzt, wo ich mich selbst daran versucht habe, erscheint mir Ihre Arbeit nicht mehr so einfach, wie ich dachte. Aber ich bin Ihnen dankbar für die Erfahrung. Ich bin stolz darauf, Ihr Freund zu sein. Und ich fühle mich geehrt, Sie zum Freund zu haben, Hastings. Wir haben ein paar sehr angenehme Stunden zusammen verbracht. Ja, auch dafür herzlichen Dank. Verzeihen Sie, alter Knabe, aber ich fürchte, ich muss jetzt wieder ins Kriegsministerium. Und so wäre ein Mysterium gelöst, während ein anderes, viel größeres beginnt. Seien Sie unbesorgt. Mag sein, dass wir auf Ferien am Strand fürs Erste verzichten müssen, aber Sie werden schon sehen. Wir werden es überstehen. Ich fühle mich wie ein Dinosaurier, Hastings. Dahin meine Welt, in der das Gute stets über das Böse triumphiert, in der alle Spuren zu einer befriedigenden Lösung führen, in der der Mörder nie entkommt. Das wird ein Krieg, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Wie er auch ausgeht, mon ami, der Preis wird hoch. Und ich fürchte, unsere Welt wird nie mehr dieselbe sein. Oh, wie recht er damit doch hatte. Fürchterlich. Der Krieg, der da gerade beginnt, ist übrigens der Zweite Weltkrieg, wenn ich mich nicht komplett täusche.
furchtbar. Ich hab das Spiel durch und ich liebe diese Agatha Christie-Spiele einfach. Ich liebe sie. Ich habe ja tatsächlich gedacht, also auch gedacht, dass es Mr. Redfern war, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass so eine Geschichte dahinter steckt. Ich habe wirklich gedacht, okay, er hat sie umgebracht. Aus dem Grund, wenn ich sie nicht haben kann, kann sie keiner haben. Aber das, ja, dass seine Frau da so mit drin steht, Gott, ich habe die immer so im Schutz gemacht. Ich habe immer so für mich schimpft, weil er ja irgendwie, ja, irgendwie schon ein kleines Arschloch war. Ich habe immer so viel geschimpft. Gar nicht tun dürfen. Weil er sie ja letztendlich nicht richtig betrogen hat. Das war ja alles geplant. Ich muss jetzt endlich sagen, da habe ich nicht mitgerechnet. Ich bin selbst ein wenig erstaunt. Ich bin genauso erstaunt, dass ich das Spiel jetzt durch habe. Es ist doch jedes Mal irgendwie wieder ein Schrecken, wenn man merkt, okay, was ist das Spiel wieder durch? Ich fand's toll. Doch, ich liebe das Spiel. Und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Und bis dahin. Wir sehen uns. Tschüss.